Vor 4500 Jahren errichteten die Briten der Jungsteinzeit 165 kolossale Steine auf einer flachen Ebene in Wiltshire. Sie werden aufgestellt, um den Sonnenaufgang am längsten und den Sonnenuntergang am kürzesten Tag des Jahres zu feiern.
Spätestens seit Anfang 1483 lebt Leonardo in Mailand. Der Legende nach wollte sich der Mailänder Herzog Ludovico Sforza mit einem berühmten Künstler aus Florenz schmücken. Der Herzog, wegen seines dunklen Teints Il Moro genannt, wird Leonardo später auch mit dem Abendmahl beauftragen. Leonardos erstes Mailänder Werk von Rang zählt zu seinen geheimnisvollsten und sollte durch die Jahrhunderte reichlich für Verwirrung sorgen. Die Felsgrotten-Madonna. Geschildert ist die im Volksglauben beliebte Begegnung von Maria und dem Jesusknaben mit Johannes dem Täufer als Kind. Ein düsteres Gewölbe, das an eine Krake erinnert oder an eine Riesenspinne. Das Szenario ist getaucht in ein vages Zwielicht der Morgendämmerung. Oder ist es das Licht des beginnenden Abends, mit dem Leonardo das Personal der Felsgrotten-Madonna bescheinen lässt? Eigentlich eine ganz normale Heiligengeschichte. Maria mit dem Jesuskind, flankiert vom kleinen Täufer Johannes. Und wie es sich für eine gute Mutter gehört, ist ihr göttlicher Sohn an ihrer Seite. So wie es auf den meisten vergleichbaren Gemälden durch alle christlichen Epochen bezeugt ist. Die Begegnung zwischen den Kindern Johannes und Jesus gaben die Franziskaner von der Bruderschaft der unbefleckten Empfängnis in Auftrag. Denn für sie war nicht allein der von einer Jungfrau geborene Jesus die zentrale Person, sondern auch der Täufer ein leuchtendes Vorbild. Auf der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten soll es zu der Begegnung in der Felsgrotte gekommen sein. Eine Geschichte, die nicht durch die Evangelien legitimiert ist, aber als Volksglaube toleriert wurde. Ein für die Amtskirche durchaus heikles Thema. Gab es doch noch lange nach Jesus und Johannes gewaltsamem Tod Gläubige, die den Täufer als wahren Messias verehrten. Wollte Leonardo womöglich genau das darstellen? Bestreitet er die Vormachtstellung Jesu als Messias? Zwar hat er die Knaben traditionell richtig positioniert, allerdings, wie er die beiden agieren lässt, das grenzt an Ketzerei. Denn jener hier, den wir als Jesus erkennen, betet den Johannes an, als wäre dieser der auserwählte Sohn Gottes. Und der Täufer als Kind segnet wie selbstverständlich den ihn Anbetenden. Ein Indizienbeweis. Wenn wir ihn zulassen, dann hat Leonardo in der Felsgrotten-Madonna die uns bekannten Glaubensdogmen umgewertet und Johannes den Täufer zu jenem Messias gemacht, für den man doch eigentlich Jesus hält. Bleiben wir unserer ketzerischen Spurensuche treu und schauen wir noch genauer hin. Man kann die Felsgrotten-Madonna auch als ein Gemälde begreifen, das auf ein später stattfindendes Ereignis verweist. Doch das ist natürlich nur erkennbar für Eingeweihte. Dass nicht Jesus, sondern Johannes die messianische und somit dominierende Gestalt sein soll, darauf könnte auch sein von Gott gesandter Schutzengel Uriel verweisen, allerdings bedroht von der aus dem Dunkeln auftauchenden Krallenhand der Maria. Der schöne Uriel deutet mit melancholischem Blick, aber energischem Fingerzeig auf Jesus, als wolle er sagen, du hast dich zu beugen.
Eine private Vorläuferszene einer anderen Geschichte, legitimiert durch die Evangelien, nämlich die Taufe Jesu in den Wassern des Jordan durch Johannes. Das Bild zum Ereignis entstand vermutlich 1476, hauptsächlich gemalt von Leonardos Lehrer Verrocchio, dem wir die energische Gestalt des Johannes verdanken. Dieser ist den Quellen zufolge ein populärer Täufer, der zwar vom nahen Messias predigte, jedoch nie eine spezielle Person benannte. Auch nicht den völlig unbekannten Jesus, den Johannes von den Sünden reinwäscht. Taufen bedeutet aber auch, sich dem Täufer zu unterwerfen. Und es scheint gesichert, dass Jesus eine gewisse Zeit Jünger des Johannes war, bevor er selbst als Rabbi durchs Land zog. Irrtum ausgeschlossen. Auch das ist eine Felsgrottenmadonna, gut 10 Jahre nach der uns bekannten entstanden, in Leonardos Werkstatt in Mailand. Irgendwann nach 1495. Das Original mit den nahezu gleich aussehenden Kindern hatten die Auftraggeber wohl als zu ketzerisch verworfen. Offiziell hieß es, dass es Streit wegen des Honorars gegeben habe, da die Franziskaner weniger zahlen wollten als vereinbart. In der zweiten Fassung hat nun alles seine katholische Ordnung. Jede Person ihren Heiligenschein und der Knabe an Marias Seite ist nun mit einem Kreuzstab ausgestattet, damit man in ihm den Täufer erkennen muss. Und der Johannes der ersten Fassung wurde zum Jesuskind umgemalt, das ganz vorschriftsmäßig segnet und ganz unvorschriftsmäßig dem Johannes-Schutzengel Uriel zugeordnet ist. Und wenn dann der Knabe an Marias Seite schon immer der Johannes war, was bedeutet dann der Fingerzeig des Engels auf ihn? Und warum gibt es einen solchen Fingerzeig nicht mehr in der zweiten, gesäuberten Fassung? Dort schaut Uriel auf den Täufer. Vielleicht ein geheimer Hinweis des Leonardo, dass er in ihm den Messias erkennt. Und nicht in Marias Sohn. So betrachtet wäre auch die zweite Felsgrottenmadonna mit dem süßlich schönen Johannesknaben und dem altklugen Jesuskind eine weitere ketzerische Huldigung an Johannes den Täufer. War Leonardo ein Johannesjünger? Eine weitere schöne Spekulation, die man allzu gerne dem geheimnisvollen Mann aus Vinci andichten würde. So ungewöhnlich das Abendmahl des Leonardo da Vinci auch sein mag, in einem Punkt gleicht es allen anderen Darstellungen. Es ist ein Bild ohne Frauen. Das muss umso mehr erstaunen, da auch die offiziellen Evangelien belegen, dass Jesus die Frauen achtete und dass nicht wenige zu seiner Anhängerschaft gehörten. Es waren die Frauen, die unterm Kreuz bei ihm ausharrten, als die männlichen Jünger schon längst die Flucht ergriffen hatten. Unter allen seinen Anhängerinnen ist sie die treueste gewesen. Maria von Magdala, genannt Maria Magdalena. Sie ist die Zeugin seines Todes und seiner Grablegung. Gemeinsam mit dem Lieblingsjünger Johannes und der Mutter Jesu beweint sie den Gekreuzigten. Maria Magdalena ist von der abendländischen Kunst nicht nur als die Trauernde dargestellt worden. Jedenfalls erscheint sie uns auch eine im Schmerz verzückte Frau zu sein, voll irdischer Sinnlichkeit einer Liebenden. All die Jahrhunderte hindurch sind die Gerüchte niemals verstummt, dass Maria Magdalena eine intime Nähe zu Jesus hatte. Und von all dem sollte sich in Leonardos Meisterwerk kein Hinweis finden lassen?
Spurensuche am Tatort. Was lässt sich wirklich herauslesen aus Leonardos Abendmahl? Waren Maria Magdalena und Jesus ein Liebespaar, wie es so oft über die Jahrhunderte vermutet wurde? Schauen wir genau hin und ziehen unsere eigenen Schlüsse. Es ist nicht zu bestreiten, dass der an Jesus Seite sitzende Johannes stark feminine Züge hat. Losgelöst vom Abendmahl betrachtet, hätten wir keine Schwierigkeiten damit, in dem Lieblingsjünger ein junges Mädchen zu erkennen. Doch die Meister der Renaissance hatten einen besonderen Hang zu androgynem Bildpersonal. Dahinter steckt die Idee, dass die Menschen in paradiesischen Urzuständen einmal Frau und Mann zugleich waren. Und auch Leonardo da Vinci gilt als Liebhaber von schönen, mädchenhaft aussehenden Jünglingen. Bleiben wir also dabei, dass die schöne Person an Jesu Seite der Lieblingsjünger Johannes ist? Eine männliche Figur, mit der Leonardo auf seine ihm nachgesagten homosexuellen Neigungen anspielt? Oder sollen wir doch der möglichen Interpretation von Maria Magdalena als Ehefrau Jesu nachgehen? Und vermuten, dass eben diese Maria Magdalena im Abendmahl abgebildet ist? Was wir zuverlässig über Maria Magdalena wissen, stammt aus den Evangelien. Sie war eine jüdische Frau aus der Gegend von Galiläa, die sich Jesus angeschlossen hatte. Darüber hinaus erfahren wir, dass sie zu denjenigen gehörte, die Jesus während seiner letzten Tage begleiteten. Vermutlich hat sie eine Vision von Jesus gehabt. Damit wäre sie eine der ersten, die eine Vision des auferstandenen Jesus hatten. Dies sind wohl die bekannten historischen Fakten über Maria Magdalena. Andererseits wird behauptet, dass sie mit Jesus verheiratet war, dass sie eine sehr intime Beziehung zu ihm unterhielt. Historisch lässt sich diese These jedoch nicht belegen. Ich glaube, die Tatsache, dass sie Maria Magdalena hieß oder auch Maria von Magdala und nicht als Jesus Frau bezeichnet wird, ist äußerst erstaunlich, da Frauen gewöhnlich als Ehefrau oder Schwester eines Mannes identifiziert werden. So ist ihre Nähe, ohne als Mann und Frau bzw. als Ehemann und Ehefrau definiert zu werden, wirklich einzigartig. Maria Magdalena, die enge Vertraute Jesu. Von der Kirche fälschlicherweise mit einer namenlosen Sünderin verwoben. Sollte so diese Lichtgestalt der frühen Christenheit verdunkelt werden? Von den Männern, die immer mehr die Kirche dominierten? Bis kein Platz mehr war für eine Frau an Jesu Seite? In rührenden, oft sinnlichen Szenen haben Künstler verschiedener Epochen Maria Magdalenas Begegnung mit Jesus nach dessen Auferstehung festgehalten. Sie ist, wie die Evangelien beglaubigen, die erste Person, der sich Christus zeigt. Warum gerade ihr? Warum zeigt sich Jesus nicht dem Chefapostel Petrus? Und warum zeigt sich der Auferstandene nicht seinem Lieblingsjünger? Vielleicht, weil dieser nicht Johannes, sondern Magdalena heißt. Doch das Abendmahl verweist darauf, dass wir in Jerusalem, im Zentrum des Judentums sind. Und dort versammeln sich jedes Jahr zu Pesach, zu Ostern also, Juden, um des Auszugs aus Ägypten zu gedenken. Am Sederabend. Und genau das tut auch der Rabbi Joshua, alias Jesus, mit seinen jüdischen Anhängern.
In der jüdischen Welt wird bis zum heutigen Tag kein Rabbi ohne Ehefrau für voll genommen. Wie hätte da Jesus Messias sein können? Ohne Frau. Niemand hätte ihm auch nur zugehört, wäre ihm nachgefolgt. Jesus ernst nehmen bedeutet, zu unterstellen, dass er eine Gefährtin hat und diese am Sederabendmahl teilnimmt. Also doch Maria Magdalena. Das Abendmahl ist ein Bilderrätsel, das uns auch nicht verrät, was Petrus Hand am Hals der vermuteten Magdalena zu suchen hat. Und zu wem gehört das Messer hinter Judas Rücken? Auch zu Petrus? Oder hält nicht dessen Rechte die Messerhand fest? Was heißen könnte, es gibt da noch eine weitere, unsichtbare Person. Vielleicht einen verschwiegenen 13. Jünger? Wenn es Petrus ist, der das Messer hält, wen will er damit bedrohen? Er könnte eifersüchtig sein auf die Person, der er schon mit der anderen Hand an die Gurgel will, also dem Lieblingsjünger Johannes, alias Maria Magdalena. Fürchtet Petrus, er bzw. sie könne ihm den Rang in der Nachfolge Jesu ablaufen? Denn es steht im von der Kirche nicht anerkannten Philippus-Evangelium geschrieben, Jesus habe Magdalena auf den Mund geküsst, da er sie mehr liebte als alle anderen Jünger.